Ja. Quick gegen Mino. Und Quick heute mal nicht auf Zero Suit unterwegs, sondern pickt hier Sheik. Auch ein Charakter, den er mal mehr spielen wollte. Für diverse Matchups. Gerade Diddy ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Zero Suit Diddy. Kein schönes Matchup für Zero Suit. Und sich da einen Secondary zu suchen, ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Wie gut diese Sheik jetzt wirklich schon ist, das werden wir gleich sehen. Hat heute ja auch ein bisschen Samus gespielt. Ja, natürlich das Beefy Smash Dudes Jersey an. Jersey, Blödsinn, das Shirt einfach. Ja, Mino hier mit seinem Diddy Kong. Auch sehr weit gekommen. Und scheint direkt loszugehen. Buttoncheck war wohl schon oder wird nicht gemacht. Und wir starten auf Town and City. Ja, generell so eine Stage, auf der man Diddy Kong nicht haben möchte, ist Final Destination. Da kann er mit der Banane einfach viel zu viel sorgen. Ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, ob Sheik einer von den Charakteren war, die, wie die Beefy Smash Dudes gezeigt haben, über Diddy's Banane drüber dashen können. Da gab es ja letztens ein Video von denen. Aber ja, Quick fängt hier auf jeden Fall sehr solide an. Baut sich hier schön die Prozente auf. Heute hat er, glaube ich, gerade Ledge Trump. Hat aber nicht ganz geklappt, aber trifft dann den Bouncing Fish. Und ja, Mino muss hier erstmal ein Opening irgendwie finden, irgendwie ins Game zu kommen. Diddy hat natürlich auch schon gut was an Killpower, aber wenn die Prozente halt gar nicht erst zustande kommen, dann nützt ihm das auch nicht viel. Schildet hier einmal den Monkey Clip weg. Hat den auch nicht als Command Grab genutzt. Oh, und da probiert Quick direkt für die Smash Attack zu gehen. Trifft aber nicht damit. Trotzdem hat jetzt hier 127% schon drauf auf Mino. Das auf Town and City. Also wenn er jetzt eine Up-Air dann treffen kann. Okay. Wartet auf Air Dodge. Und der Bouncing Fish reicht tatsächlich noch nicht. Einen Moment, wir sind gerade. Ah, ein paar Leute vom Fenster. Und in der Zwischenzeit hat Quick sich dann doch den ersten Zock geholt. Geht jetzt hier auch direkt wieder weiter mit drauf. Macht mir gut, aber hier auch Mino trifft die Banane mal und kriegt noch eine Backer hinten her. Aber so wirklich zu fassen kriegt er ihn jetzt nicht. Wenn er da mal mit der Banane was hinkriegt oder vielleicht einen Downtilt trifft, so zum Beispiel, dann wird das auch schon knapp, aber es reicht eben noch nicht aus. Die Prozente sind noch nicht hoch genug, auch noch nicht genug Rage. Und ja, Quick läuft hier immer weiter davon mit dem Lead, den er sich aufgebaut hat. Das sieht auf jeden Fall sehr solide aus, dieses Sheik. Punisht da auch direkt den nicht vorhandenen Tag. Macht ja ein bisschen was von dem Dash-Dancing, was man hin und wieder mal von Mr. R auch sieht. Aber da die Plattform fährt nach draußen und der Throw killt von Diddy. Quick mit der Banane. Hey, die fängt sich dreimal wieder auf. Und versucht hier auf jeden Fall das Game zu beenden, hat jetzt 130% auf Mino. Der Bouncing Fish knapp nicht getroffen. Ja, Mino muss jetzt sehen, wie er hier irgendwas machen kann, aber wird von den Diddles getroffen und fällt dann einfach nach unten und stirbt. 1-0 für Quick. Auf seiner Sheik. Die doch schon sehr solide auf jeden Fall aussieht.
Und so wie es aussieht. Gehen wir jetzt tatsächlich doch auf Final Destination. Okay. Ist auch keine schlechte Stage für Sheik. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut für Diddy Kong. Mal sehen, ob Nino sich das hier zunutze machen kann. Mit der Banane ein bisschen outspacen kann. Auf jeden Fall hat er früher angefangen, Prozente aufzubauen als eben noch. Hat hier auch wieder dieses Movement, was Quick an den Tag legt. Das sieht schon sehr ordentlich aus. Geht ja auch wieder on stage mit der AP, aber wird dafür nicht direkt gepunished. Fängt sich trotzdem später ein bisschen was ein. Schiebt die Banane weg und putzt sich jetzt selber. Der Mino lässt sich so ein bisschen durch die Gegend tragen gerade hier. Kommt mit einem Walljump und dem Monkey Flip wieder zurück. Aber auch nicht dem Command Grab, sondern nur der Attacke, die weggeschildert wird. Da kommt wieder der nächste Grab Bouncing Fish. Connected nicht. Trotzdem, von den Prozenten, ist nicht zu schlecht. Mino Sheik muss den Killer doch erstmal hinkriegen. Trifft er leider den Forward Smash nicht nach dem Downhill. Oh, wollte er in den Down Smash von Quick rein und stirbt daran. Okay. 30%. Oh, kleiner Putzstuhl. Quick umgeht hier den Regrab mit auch einem Walljump Bouncing Fish. Benutzt seinen Stock jetzt hier noch zu Combo und Potenten zu machen. Let's Jump trifft hier erneut nicht. Ja. Das sollte es aber sein, ja. Downhill Up Smash reicht auf jeden Fall aus. Aber ja, Quick erneut lässt hier Mino absolut nicht auf die Stage zurück. Quick jagt jetzt den Affen. Geht er direkt hinterher, aber beim zweiten Mal wartet er für den Air Dodge, den er beim ersten Mal direkt gesehen hat, und kriegt damit auch den Punish. Aber es reicht noch nicht aus. Ja, was kann Mino jetzt noch tun, um das Game noch zu gewinnen? Vielleicht ein paar Grab-Follow-Ups. Hier und da mal den Command-Grab ein bisschen setzen. Aber alles in allem sieht das gar nicht so gut aus wie. Er schildert immerhin den Bouncing Fish gut weg. Dash Attack von Sheik reicht dann auch noch nicht aus. Ja, da kriegt er hier wieder einen Throw. Noch so ein paar Prozente mehr, so 90 bis 100. Dann könnte das doch noch anders ausgehen. Wenn die jetzt auf Max Rage, kommt mit der Command Grab raus. Muss jetzt aber echt aufpassen, weil bei den Prozenten ist Killen dann für Sheik auch irgendwann nicht mehr ganz das große Problem, was es am Anfang noch ist. Und selbst die Dash Attack, sieht man, wird immer gefährlicher. Kill Throws hat sie jedoch keine. Die Back Air reicht auch noch nicht aus. Die kommen jetzt hier bei 200%. Aber da, die Forward Air nimmt's. 2-0 für Quick Sheik. Sehr lange dran geblieben und damit dann auch in Top 8. Und muss gegen Deus als nächstes spielen.